Kilo und herzlich willkommen zurück bei Chrono Trigger. So, wir sind im Jahre 600. Und das Letzte, was passiert ist, ist ja, dass Male sich aufgelöst hat, weil die echte Prinzessin Lynn, Königin Lynn, ja nicht gefunden wird. Weil sie Male ja für Lynn gehalten hatten. Und ja. Unsere Aufgabe ist es jetzt, Lynn zu finden. Um sicherzustellen, dass Male auch weiter existiert. Luca hat uns tatsächlich gefunden, freut mich sehr. Jetzt haben wir endlich wieder eine Party. Und wir haben ja schon ganz viele Hinweise bekommen. Oder fällt mir ein. Ich habe was vergessen im Schloss. Da hatte ich doch tatsächlich was vergessen, fällt mir gerade wieder ein. Da. Das ist eine Kiste. Ja. gut, dass meine Freundin sich das Ganze ansieht. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und ja, hier haben wir auch noch was vergessen, da komme ich auch noch zu. Und ja. Egal, wir haben ganz, ganz viele Hinweise bekommen. Weil dieses Kloster da soll ja sehr verdächtig sein. Nein, auf den Trick falle ich nicht nochmal rein. Ah, dieses Kloster soll ja sehr verdächtig sein. Und anscheinend, pilgert da der Kanzler ganz viel hin, also ist der Kanzler auch verdächtig. Ich glaube, Luca hängt ein bisschen hinterher, oder? Yeah. Was ist denn für ein Level, Luca? Ja, zwei Level hinten. Sollte ich vielleicht ein bisschen kämpfen? Das Monster hat sein Zelt vergessen? Das Monster hat ein Zelt? Sollte ich auf jeden Fall ein bisschen kämpfen, damit Maler wenigstens ein Level-Up noch bekommt. Aber ja, ich laufe hier sowieso ständig in Monster, also sollte das kein großes Problem sein. Und wir haben ja schon von ganz vielen Bürgern gehört, ja, dieses Kloster und dieses Kloster und dieses Kloster und dieses Kloster. Also würde ich mal sagen, das Spiel will, dass wir in dieses Kloster gehen. Und... ja. Ah, eine Duo-Fähigkeit, das ist cool. Kann ich mal kurz zeigen. Ja, da muss ich warten, bis Male fertig ist. So. Extra starke Angriffe. Sehen auch immer besonders cool aus. Gibt's aber, glaube ich, nicht bei jedem Charakter-Pairing. Ah, hier glitzert noch was. Kraftkapsel? War das? Erhöht die Stärke dauerhaft um 1. Ah ja. Ich würde sagen, die Dinger hebe ich mir definitiv auf, bis ich alle Gruppenmitglieder habe. Damit ich dann weiß, wem ich was geben will. So, das heißt erstmal übernachten. Zum Heilen. Und ja, dann sehen wir mal, was der Kanzler da in diesem Kloster treibt. Gefällt mir schon immer wieder. Dieses in den Betten liegen, finde ich klasse. Da unten ist der Eingang.
Magnolia-Kloster. Wir beten für Frieden auf der Welt. Großer Herr und Meister, führe die Schwachen und Unwürdigen ihrer gerechten Strafe zu. Auf dass unser Morgen schon bald anbreche und die sündigen Menschen ihre gerechte Strafe erfahren. Oh, wie schmackhaft du aussiehst, ja, wie geschmackvoll du gekleidet bist. Total unauffälliges Kloster. Wir Menschen sollten beten. Beten für Erlösung von unserem bemitleidenswerten Dasein. Ja, was bist denn du? Was hast du da gefunden? Eine Haarspange? Königliche Wappen Gardias? Monsternonnen. Nein, ich treffe immer nur zwei. Egal. Nimm das. Yeah. Ihr Mistviecher. Ja, critical. Wow, 9 Schaden. Ja, critical. Ich glaube, Chrono mag sie nicht. Ja. Yeah. Ja, super, Luca. Puh, das kam jetzt aber echt unerwartet. Ja, total unerwartet. War überhaupt nicht mitzubekommen, dass es keine Menschen sind. Nein, gar nicht, nein. Ja. Ein guter Krieger ist stets auf der Hut. Wer sich siegsicher wähnt, macht sich verwundbar. Seid ihr um der Königin willen hier? Dieses Kloster wird von den Monstern als Unterschlupf genutzt. Wir sollten unsere Kräfte einen. Du bist ein... Chrono, das ist ein riesiger sprechender Frosch. Du weißt, dass ich Frösche nicht ausstehen kann. So wie ich aussehe, kann ich wohl kaum erwarten, dass ihr mir vertraut. Nun gut, tut, was ihr für richtig haltet. Ich jedenfalls muss die Königin retten. Warte. Du scheinst kein böser keine böse Person zu sein. Ich meine. Was denkst du, Chrono? Ja, natürlich schließen wir uns zusammen. Mehr Leute. Gut. Ich werde mich schon irgendwie an ihn gewöhnen. Wie heißt du eigentlich? Frosch. Ich würde ihn tatsächlich gerne Rock nennen. Ja, aus dem einfachen Grund. Weil... Im... Ja, was in der ich gespielt habe, hieß er zwar auch Frog. Heißt übersetzt im Prinzip Frosch, aber... Ich kann irgendwie Frog eher als Namen akzeptieren, als einfach nur Frosch. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, ich lasse ihn auf Frog. Damit kann ich eher leben, als wenn ich ihn ständig Frosch nennen muss. Nennt mich einfach Frog. Okay, freut mich, dich kennenzulernen, Frog. Die Ehre ist ganz meinerseits. Irgendwoher gibt es sicher einen Geheimgang, der tiefer hineinführt. Wir sollten jeden Winkel untersuchen. Yeah. Ja, er hüpft uns nach. Ich finde das so klasse. Oh, er ist sogar ein Level höher als wir. Dieser Frosch. Nein, er hat bessere Sachen.
Immer schön alles andrücken. Ah ja. Hier sind überall Gegner. Na dann, Frog, zeig, was du kannst. Ja, yeah, gleiche Stufe wie Frog. Ah, das ist nur einer? Nein, dachte ich mir. Gut, dass wir ein Zelt haben. Ich denke, das würden wir brauchen, bevor wir... Hier ist bestimmt ein Boss drin, von daher... Oh, Luca ist auch aufgestiegen. Heiltrank und Athenesträne. Was waren die Athenesträne? Ah, das sind die Wiederbelebungs-Items. Gut, dass wir da eins haben. Könnte für den Boss vielleicht nützlich sein. 545. Ich will auf jeden Fall noch aufleveln, bevor wir effektiv gegen den Boss kämpfen hier. Oh, das ist die Heil... Irgendwie cool und irgendwie eklig, oder? Ich meine... Er schlägt ab und will... und sie wird geheilt. Okay, das ist praktisch, ja. Ich weiß immer nicht wohin, ohne Map ist das teilweise echt schwierig. Ach ja, man gewöhnt sich an so viele Sachen irgendwie. Heutzutage ist es ja schon fast selbstverständlich, eine Map oder zumindest eine Minimap oder so einen Kompass zu haben. Ja, noch ein Wiederbelebungs-Item. Blaster! Oh. Warum dieser Aufzug? Hier gibt's keinen Grund, als Mensch verkleidet herumzulaufen. Na los, raus aus dem Fummel! Oh, die sind friedlich. Mist, gleich bin ich wieder an der Reihe, wie ich die Schichten als Mensch hasse. Menschen sehen nicht nur unglaublich bescheuert aus, sie stinken auch furchtbar. Hey, ja gut, mit mittelalterliche Verhältnisse. Die wir neulich verspeist haben, haben gar nicht mal so schlecht geschmeckt. Und die zwei gefangenen Neuzugänge, diese Soldaten, sehen auch recht lecker aus. Yakra ist ein Genie. Sein Plan, den Kanzler einzusperren und dessen Rolle anzunehmen, hat prima funktioniert. Dank ihm war die Entführung der Königin ein Kinderspiel und nun ist das ganze Schloss in Aufruhr. Ist das recht herrlich. Ja, total. Ich werde dem Hexer noch einmal meinen Respekt zahlen, bevor meine Schicht beginnt. Dem Hexer? Seid ihr gekommen, um Königin Lynn zu befreien? Ihr seid? Gut zu wissen. Schön, dass ihr da seid. Sicher wird auch Yakra höchst erfreut sein. Ruht euch hier aus, bis er die Zeit findet, euch persönlich zu begrüßen. Jetzt überstürzt euren Aufbruch doch nicht. Weilt noch ein bisschen etwas bei uns. Eigentlich wollte ich noch mit ihr reden, aber... War jetzt irgendwie zu erwarten...
Ja, ich glaube, das war ein Critical von Luke. Ja, ein Critical von Frog. Wir werden gerade bombardiert mit Wiederbelebungs-Items. Eigentlich kein gutes Zeichen. Oh, großer Magus. Magus wunderbar. Funkelnd die Augen, wallend das Haar. So hell wie die Sterne, so weit wie das Meer. Selbst Sonnentage machst du erträglich her. Und fröhliches Lachen verliert jeden Schrecken, wenn in unseren Herzen dein Hass wir schmecken. Magus, o oh Magus, wir achten dich sehr. Magus, du bist unser Retter und Herr. Stimm dein in unseren Gesang, Freunde. Singt den Choral eures eigenen Begräbnisses. Oh oh. Nein, ich warte noch. Oh oh. Nehmt das. Ich glaube, sie regeneriert jetzt um einiges weniger Energie und Chrono ist eingepennt. Oh nein. Das ist eine 2, kein Z. Ups. Egal. Ich würde gerne noch warten bis Chrono. Ah, verdammt. Sollte jetzt erledigt sein, hoffe ich. Ja, na geht doch. Oh, nur Luca? Zungensch... Und Kreuzschlag. Das müsste Frog und Chrono sein, glaube ich. Tempogürtel. Schutzgreif. Das ist also Magus. Der Hexer. Herr der Monster. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. So, mal kurz in die Ausrüstung reinschauen. Senkt die Stärke. An der Krafthandschuhe gibt es 2 Stärke, ja. Dafür Schildwert und Konstitution. Und der Tempo 2. Zeigt Gegner-TP an. Hätte ich jetzt nicht gesehen, tatsächlich. Ich gebe ihr den Schutzreif. Den braucht sie, glaube ich, mehr. Die beiden sind eigentlich Nahkämpfer, von daher... Passt schon, würde ich sagen. Ein bisschen kämpfen muss ich. Ich brauche die Level. Ja, gib's ihm Frog. Ja, gib's ihm, Luca. Yeah. Klasse. Protektorkleid. Reines Interesse. Nein. Ja, okay, es ist wirklich rein weiblich. Ich wusste nicht mehr, ob es in dem Spiel das auch gibt. Verstecktes Myan-Porträt erhalten. Hey, das sind Menschen! Ihr wollt wohl unser Porträt entwenden, was? Schnappt sie euch! Was ist ein Myan-Porträt?
er. Sonst ist hier nichts, okay. Oh, ein Stahlschwert. Ja, das ist besser. Was hat Proc? Ah, der hat was anderes. Okay. Ha, das war ja einfach. Ah, die Soldaten. Menschen? Hier? Sie halten die Königin hier entlang gefangen. Bitte befreit sie. Hier entlang? Irgendwo in diesem Gebäude soll es einen Raum geben, der dem Hexer geweiht ist. Angeblich ist dort ein Schatz versteckt. Ein Schatz? Noch eine Kraftkapsel. Deckt? Okay, da muss ich nochmal hin. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob da wirklich noch irgendwas Verstecktes ist, vielleicht. Jetzt kriteln sie gerade gerne, wa? Freut mich, freut mich. Ja, die neue Waffe macht um einiges mehr schon. Frog, der alte Critical Meister. Aber jetzt criticalen sie wirklich gerne. Das ist ja Wahnsinn. Oh, da fällt mir ein. Ich habe tatsächlich ein bisschen nachgeforscht, als Male verschwunden ist, hätte theoretisch eine Videodatei starten sollen, was sie ja nicht gemacht hat. Es kann sein, dass ich das Problem jetzt gelöst habe, weil es ist nicht wirklich eindeutig hervorgegangen, warum es nicht startet. Das scheint so ein bisschen eine Macke zu sein von der PC-Version. Die Videodateien sind neu dazugekommen, ich glaube in der PS-Version. Falls es nicht geht, habe ich keine Ahnung. Ich werde zwar noch ein bisschen rumexperimentieren, aber... ich will nur vorwarnen, es kann sein, dass wir keine Videodateien sehen werden. Im Prinzip ist das nicht schlimm. Also die Videos, die da abgespielt werden, sind im Prinzip animierte Versionen von dem, was man in-game sieht. Also bei Male zum Beispiel wäre das eben gewesen, man sieht, wie sie plötzliche Schmerzen bekommt und dann immer mehr durchsichtig wird, bis sie sich dann auflöst. Eindringlinge, haltet sie! Das hätte man dann theoretisch gesehen, aber ja. Wie gesagt... Es finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn man es nicht sieht, weil man hat es theoretisch eh mit Ingame-Grafik gesehen. Ist eher ein netter Bonus. Also nicht wundern, falls keine Videos kommen, dann kriege ich es einfach nicht hin bei mir. Theoretisch müsste es gehen, aber ja. Es sind halt die Macken der PC-Version. Macht das Spiel eigentlich deswegen nicht schlechter, finde ich. Ja, ein Feuerwirbel. Und schön alle vier Gegner drin, perfekt.
Yeah. Ich hoffe, ja, hier haben wir einen Speicherpunkt. Das heißt, hier können... Ah. Das heißt, hier können wir speichern. Mache ich auf jeden Fall. Wir haben nur ein Zelt, oder? Ja. Egal. Zeit ist ohnehin schon um. Das heißt, ich mache für heute Schluss. Und ja, ich hoffe, es macht trotzdem Spaß zuzusehen. Ich weiß, es ist ein altes Spiel, aber es ist ein verdammt gutes. Jedenfalls hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.